Frisch vom Boot gekommen, was? Hochinsel ist ein guter Ort für Abenteurer, um sich etwas Gold zu verdienen, wenn man denn die richtigen Verbindungen hat. Mein Name ist Yakam. Meine Gönnerin braucht jemanden wie euch. Jemand Unbekanntes sozusagen. Sich mit ihr anzufreunden, würde sich lohnen. Fürstin Arabelle Davos. Vielleicht habt ihr von ihr gehört? Sie ist eine berühmte Ermittlerin und Schriftstellerin. Diplomatin noch dazu. Deshalb ist sie hier. Sie bewegt sich in Kreisen weit über meinem Stand. Doch ich stehe bei ihr in einer Schuld, die ich begleichen will. Vielleicht könnt ihr mir dabei helfen. Ein nettes Sümmchen Gold wahrscheinlich. Fürstin Arabelle arbeitet für einen der reichsten Adligen Tamriels, Fürst Baccaro Volorus. Er finanziert eine wichtige Konferenz hier auf der Insel. Doch es gibt ein Problem. Vertraut mir, die Sache lohnt sich. Fürstin Arabelle würde die Perspektive von jemand Außenstehendem zu schätzen wissen. Sie ist am Anleger von Gonfalon bei Fürst Baccaro, wenn ihr euch selbst vorstellen wollt. Das von mir erwähnte Problem? Es geht um ein paar vermisste Schiffe. Sagt auf jeden Fall, dass Yakan euch geschickt hat. Ich bin ihr Liebling. Eine lange Geschichte. Es geht um mehrere Jungfern, ein paar Fürsten und einen charmanten Schurken, der ihnen allen das Herz raubte. Dann mischte sich die Obrigkeit ein. Zum Glück willigte Fürstin Arabelle ein, die Verantwortung für mein Betragen zu übernehmen. Jetzt schulde ich ihr etwas. Meine Hafenarbeiter suchen eure Fracht, Fürstin Arabelle. Sie wissen, dass sie kostbar ist. Vielleicht hat der Sturm die Ankunft der Schiffe verzögert. Ich muss mich dem Auftrag widmen, für den ihr mich angeworben habt, Fürst Baccaro. Ihr! Sprechen wir! Ich habe ein gutes Auge für Talent, mein Teurer. Und euch quillt es geradezu aus den Ohren. Ich bin Fürstin Arabelle Davos. Falls ihr eine lohnenswerte Anstellung sucht, hätte ich einen Vorschlag für euch, der außerordentlich gut bezahlt ist. Wollt ihr ihn hören? Nichts Anrüchiges, mein Teurer. Wir haben schon bald zu viel zu tun, als dass Zeit für romantischen Schabernack bliebe, nehme ich an. Kostbare Fracht sollte mit der morgendlichen Flut heransegeln. Doch sie traf nie ein. Ich brauche eine Person, die auf der Insel unbekannt ist und mir als meine Augen und Ohren dient. Zwar schreiben die Geschichten meiner Abenteuer mir allerlei Talente zu, doch auch ich kann nicht an mehr als einem Ort gleichzeitig sein. Ich brauche ein neues Gesicht, das sich unter die Einheimischen mischt, um herauszufinden, ob jemand etwas über die drei vermissten Schiffe weiß und über ihre Ladung. Fürst Baccaros Konferenz kann ohne diese Fracht nicht vonstatten gehen. Ihr müsst Folgendes für mich tun. Überprüft das Gasthaus, den Leuchtturm und die Untiefen von Loch Abhain. Seht nach, ob jemand etwas weiß oder gesehen hat. Danach treffen wir uns vor dem Nordtor, um uns abzustimmen. Der Edelmann neben mir ist Fürst Baccaro Volorus. Er führt die Liga der Standhaften. Sie sind eine wohltätige Gemeinschaft, die Leuten hilft, die unter dem Krieg der drei Banner gelitten haben. Die Liga finanziert eine Konferenz hier auf der Insel. Das ist ein gut gehütetes Geheimnis, mein Teurer. Vielleicht kann ich euch in die Einzelheiten einweihen, sobald ihr euch bewiesen habt. Im Augenblick würde mehr Wissen darüber uns nicht helfen, herauszufinden, was mit meinen vermissten Schiffen geschehen ist. Das ist eine Möglichkeit, über die ich nicht nachdenken will. Nicht, solange noch eine Chance besteht, sie zu finden. Vergebt mir, wenn ich so vage bin, doch es ist eine zu heikle Angelegenheit, als dass man sie öffentlich besprechen könnte. Wir haben schon mit Ungemach zu kämpfen und die Konferenz hat noch nicht einmal begonnen. Sicher. Da ihr neu auf Hochinsel seid, seid ihr vielleicht nicht so vertraut mit der Gegend, wie ich es bin. Was wollt ihr wissen?
Das Gasthaus zum uralten Anker liegt gerade die Straße hoch beim Stadttor. Es ist einer der beliebtesten Orte auf der Insel. Meiner Erfahrung nach sind Gasthäuser ein hervorragender Ort, um Gerüchte zu erfahren. Der Leuchtturm der Gonfalon-Odde, gesegnet von Kynaret selbst, steht auf dem Hügel westlich der Stadt. Er bietet eine hervorragende Aussicht auf die umliegenden Gewässer. Vielleicht hat die Lichtwahrerin etwas gesehen, was helfen kann. Möglich. Wenn Schiffe nicht anlegen, ist es nur natürlich, sich zu fragen, ob sie von einem Sturm beschädigt oder vom Kurs abgebracht wurden. Die Lichtwahrerin hat einen perfekten Blick auf die Zufahrt zur Gonfalon-Bucht. Wenn meine Schiffe da draußen sind, hat sie sie vielleicht gesehen. Die Strömungen von Loch Abhain sind stark. Treibgut aus dem offenen Meer wird hier entlang der Wasserstraße angespült. Einige der ärmeren Bewohner von Hochinsel durchkämmen den Küstenstreifen und suchen nach Strandgut. Hoffen wir, dass sie heute nichts gefunden haben. Wo auch immer ihr es am sinnvollsten findet, mein Teurer. Doch macht euch bald daran. Meine Intuition sagt mir, dass irgendeine Art Unbill in Gang ist. Und meine Intuition irrt sich nur selten. Ich? Niemand Besonderes, mein Teurer. Ich bin eine Abenteurerin, eine Offizierin der Löwengarde, eine Spionin, eine Diplomatin. Man behauptet, die Ermittlerin Vala-Geschichten drehen sich um mich. Oder, dass ich sie geschrieben hätte. Lächerlich. Ich bin jetzt im Ruhestand, doch manchmal helfe ich noch aus. Ach, Schnickschnack. Sehen die hier etwa wie die tintenverschmierten Finger eines Schreiberlings von allzu farbenfrohen und übertriebenen Geschichten aus? Doch ich mag die zotige Ermittlerin und ihre Abenteuer. Sie erinnern mich an meine jüngeren Tage. Ich überwache die Sicherheit der Konferenz. Vor ein paar Monaten trat Fürst Bakaro an mich heran. Er erläuterte seine großen Pläne und lockte mich so aus dem Ruhestand, könnte man sagen. Wegen meiner bezaubernden Persönlichkeit? Als Agentin von Großkönig Emmerich bin ich viel gereist und habe zahlreiche Würdenträger getroffen, darunter auch Fürst Bakaro. Er bat mich sicherzustellen, dass bei seiner Konferenz alles glatt läuft. Bisher läuft es alles andere als glatt. Ah, ein Besucher? Oder noch einer der Mitarbeiter von Fürstin Arabelle? Auf jeden Fall willkommen auf unserer Insel. Bakaro Volorus, Gründer der Liga der Standhaften, zu euren Diensten. Ich hoffe, euer Besuch auf Hochinsel wird geruhsam und gewinnträchtig. Ja, plötzliche Sturmböen von ungewöhnlicher Stärke. Sie flauten ebenso schnell wieder ab, wie sie aufgekommen waren. Ich bemerkte sie im Nordosten. Dunkle Wolken füllten diesen Teil des Horizonts. Vielleicht wurden unsere Schiffe durch wechselhafte Winde aufgehalten oder sie beschlossen, den Sturm abzuwarten. Ich bin ein Philanthrop. Ich gründete die Liga der Standhaften, um jenen Linderung zu verschaffen, die unter dem Krieg der drei Banner litten. Wir bauen Heilerzelte für Verwundete auf, verteilen Nahrung und Wasser und bieten jegliche Hilfe an, zu der wir imstande sind. Ah, wie Fürstin Arabelle schon sagte, wir können noch nicht darüber sprechen. Erst wenn die Fracht der vermissten Schiffe gesichert wurde. Danach beantworte ich alle Fragen, die ihr habt. Ich werde den Zweck der Konferenz sogar auf dem großen Platz der Stadt verkünden. Hochinsel ist die Hauptinsel des Systrin-Archipels. Technisch gesehen sind wir bretonisches Gebiet, aber wir versuchen uns wie ein neutraler Hafen zu verhalten. Leute aus ganz Tamriel kommen, um die natürliche Schönheit der Insel zu erleben. Naja, Adlige größtenteils. Teilweise, aber wir blicken auch auf eine reichhaltige Geschichte zurück und uns plagen dieselben Gefahren wie auf dem Festland. Banditen, Piraten, wilde Bestien. Unsere Schwesterinsel Amenos meidet ihr vielleicht lieber. Das ist ein unwirtlicher Urwald, der lange schon als Gefängnis dient.
Zunächst größtenteils politische Gefangene des Kaiserreichs. Später rivalisierende Adlige, Piraten, Mörder. Die Schlimmsten der Schlimmen. Heutzutage finden sich dort auch Kriegsverbrecher und bestimmte Kriegsgefangene. Der Amenos-Posten ist relativ freundlich gesinnt, doch der Urwald ist tödlich. Ich fürchte, das sind vertrauliche Informationen. Belassen wir es dabei, dass die Fracht, die auf diesen Schiffen kam, entscheidend für die Konferenz ist, die die Liga der Standhaften ausrichtet. Natürlich tue ich das. Doch ich habe schon vor langem gelernt, dass man bei solchen Dingen Geduld braucht. Nicht jeder Rückschlag ist eine Verschwörung. Und nicht jede Verzögerung das Werk dädrischer Kulte. Aber falls ihr etwas von dringender Bedeutung erfahrt, lasst es uns bitte wissen. Ich bin Hafenmeister, kein verdammter Magier. Was hat die Fürstin denn erwartet, was ich tue, wenn ihre Schiffe gar nicht erst den Anleger erreichen? Sollte ich? Fürstin Arabelle vermutet ein übles Spiel, doch nicht an meinem Anleger. Auf keinen Fall. Gonfalon ist sicher, jeder weiß das. Der Ärger kommt vom Festland, nicht von hier. Natürlich können die Wasser im Nordosten tückisch sein. Je näher man Amenos kommt, desto unberechenbarer werden die Strömungen. Und Stürme prasseln auf die Küste ein. Von den Meereselfenpiraten einmal ganz zu schweigen. Ein guter Kapitän weiß diese Dinge. Nichts davon hätte eines der Schiffe von Fürstin Arabelle davon abgehalten, den Hafen zu erreichen. Wie ich schon sagte, Stürme sind in der Nähe von Amenos nichts Ungewöhnliches. Ich bezweifle, dass die Schiffe, auf die wir warten, so weit nach Norden gesegelt sind. Nur für den Fall der Fälle habe ich Leute entsandt, die nach Wrackteilen in den Untiefen Ausschau halten sollen. Doch ich erwarte nicht, dort welche zu finden. Ich habe gehört, diese Ritter rauben Leute aus und plündern Karawanen. Jemand muss etwas unternehmen. Grüße, mein Freund. Habt ihr von der Raubritterbande gehört, die Reisende auf den Straßen von Gonfalon überfällt? Ich bin nach Hochinsel gekommen, um Handel zu treiben. Doch Waren aus dem Inland zu erhalten, ist ein echtes Glücksspiel geworden. Eine abtrünnige Bande, die sich der Orden der Emporstrebenden nennt. Ich dachte, er wäre nur auf dem Festland am Werk, doch er ist auch hier auf Hochinsel. Aufrührer und Unruhestifter, wenn ihr mich fragt. Und jetzt höre ich, dass sie auch noch Karawanen vor den Stadtmauern plündern. Nichts Genaues, doch ich sah ein paar hochnäsige Adlige, die dem Hafenmeister Ärger gemacht haben. Vermisste Schiffe können alles Mögliche bedeuten. Stürme, Piraten, Flauten, nutzlose Navigatoren. Fragt Feldwebel Dayune da drüben. Er gehört zur Systrenwache und weiß eine Menge. Ich bin nicht im Dienst, Neuankömmling. Gibt es Beschwerden? Wendet euch an eine der anderen Wachen. Unser Hoheitsgebiet ist Hochinsel. Schiffe, die hier nicht ankommen, sind nicht unser Problem. Außerdem haben wir alle Hände voll mit diesen sogenannten Rittern des Ordens der Emporstrebenden zu tun. Sie sorgen auf der gesamten Insel für Ärger. Nur, dass seine Leute wenig mehr als gut gerüstete Banditen sind. Sie haben die Armen angeworben, um ihre Reihen zu stärken. Jetzt rauben sie Karawanen aus, während sie behaupten, für Gerechtigkeit zu kämpfen. Pah! Ehrliche Leute verstecken ihre Gesichter nicht hinter Helmen und Masken. Sie sind Nörgler. Sie beschweren sich fortlaufend darüber, dass die Großen und Mächtigen ihre Macht missbrauchen, weil sie um den Rubinthron streiten. Es fing noch klein an. Widerstand gegen die Obrigkeit, Aufwiegeln von Aufständen, kleine Sabotageakte. Doch jetzt verletzen sie Leute. Sonst noch etwas, Neuling? Ich würde mich gern wieder meinem Getränk widmen. Mit einfachen Banditen wird die Systrenwache fertig. Doch wenn wir genug Wachen schicken, um mit einer Kompanie von Plünderern des Ordens der Emporstrebenden fertig zu werden, verschwinden diese gesichtslosen Ritter einfach. Und wenn wir nicht genug Wachen schicken, dann kommen unsere Wachen nicht wieder. Weil sie es genauso gut sein könnten. Die meisten Ritter zeigen stolz ihre Embleme.
Sie tragen die Farben ihres Hauses und haben Familienwappen auf den Schilden. Diese Ritter vom Orden der Emporstrebenden nehmen nie die Helme ab und tragen keine Insignien. Sie könnten jeder sein. Ein Reisender. Ich dachte schon, diese elenden Ritter wären zurückgekehrt. Vergebt mir, ich muss meine Gebete für die Rückkehr unseres Götzen fortsetzen. Ohne ihn bleibt das Licht dieses Turms erloschen. Dieser Leuchtturm ist etwas Besonderes. Er ist von Kynarit, der Göttin der Winde und des Meeres, gesegnet. Es ist kein Feuer, das vorbeifahrenden Schiffen als Signal dient, sondern das göttliche Licht Kynarits selbst. Doch ohne den heiligen Götzen kann das Licht nicht scheinen. Leider wurde der Götze gestohlen. Ritter in Kleidung, die nicht näher gekennzeichnet war, brachen ein und stahlen den Kynarit-Götzen. Ich sah, wie die Halunken mit dem heiligen Bildnis nach Westen flohen. Vielleicht, ich wage es kaum auszusprechen, wärt ihr bereit, den Götzen für den Leuchtturm zu bergen, damit ich das Feuer wieder entzünden kann? Sie mögen die Gewandung von Rittern tragen, doch die Raufbolde, die mich angegriffen haben, benahmen sich wie Räuber und Gesetzlose. Wer sie auch sein mögen, sie sind gefährlich. Hütet euch vor ihnen und möge der Wind euch leiten. Seid gesegnet, Reisender. Bitte versteht, für meinen Orden ist dies mehr als ein Leuchtturm. Dieses Leuchtfeuer verbreitet Kynarits Segen über Land und Meer. Doch nur, wenn der Götze an seinem Platz ist. Daher muss er zurückgebracht werden. Es ist ein Wunder, nicht wahr? Das ist eigentlich das zweite Leuchtfeuer, das auf Gonfalon Ordes steht. Es geht zurück auf das frühe erste Jahrhundert. Als ich meinen Dienst hier aufnahm, war der Turm schlecht gepflegt. Der Aufenthalt in ihm war sogar gefährlich. Als Herzogin Elea Dufort vor einigen Jahren die Pflichten ihres Vaters übernahm, befahl sie eine vollständige Instandsetzung des Gebäudes. Ich bin mir sicher, dass sie vor allem den Handel in Gonfalon schützen wollte, doch sie scheute keine Kosten, um den Leuchtturm wieder aufzubauen. Ihr kehrt zurück und das mit dem Götzen. Stellt ihn hier auf und ich beschwöre sein Licht. Mutter Kynarit, dieser Reisende machte die Entweihung dieses heiligen Ortes ungeschehen. Erneuert euren Segen und schenkt Land und See euer Licht. Ich kann euch nicht genug danken. Nach der Rückkehr des Götzen und der Wiederherstellung des Lichts können wir vielen müden Reisenden einen sicheren Weg ermöglichen. Gibt es etwas, womit eine Priesterin mit bescheidenen Mitteln euch das vergelten kann? Vielleicht ein Segen? Kurz bevor der Leuchtturm geplündert wurde, erspähte ich am Horizont drei Schiffe. Dann verdunkelten sich plötzlich die Wolken und ein schrecklicher Sturm fegte los. Danach verlor ich die Schiffe aus den Augen. Vielleicht sind sie vom Kurs abgekommen? Amenos ist berühmt für seine Stürme.
Doch Kynaret segnet Hochinsel im Allgemeinen mit gutem Wetter. Ich frage mich, so wie der Sturm heranrauschte, wirkte es unnatürlich. Und es geschah so kurz, nachdem Kynarets Götze entfernt wurde. Der Götze ist außerhalb des Leuchtturms von geringem Wert. Sein Licht brennt nur an diesem Ort. Mein Orden glaubt, dass Kynarets Licht Hochinsel segnet. Warum den Götzen stehlen, wenn die Ritter nicht ihren Schutz aufheben wollten? Ein wirklich besorgniserregender Gedanke.